Hallo Leute, ich habe mir überlegt, dass das erste Video in 2014 so eine Art Jahresrückblick werden soll. Also ich gehe nochmal durch 2013 durch und erzähle euch, was so besonders war, privat, YouTube, Studium, einfach alles, was mir so einfällt. Also einfach so ein Labervideo ohne großes Konzept und ja, wir reden einfach mal ganz entspannt. Und bevor ich irgendwas so erzähle, muss ich erstmal danken, weil ich mache nie diese, oh, ich habe 100.000 Abonnenten, oh, ich habe 50.000 Abonnenten Videos, weil, ach, ich weiß, es sind irgendwie einfach nur Zahlen. Und sich daran jetzt so aufzuhängen, weiß ich nicht. Aber ich hatte letztes Jahr im Januar 25.000 ungefähr. Und jetzt habe ich 135. Und das ist irgendwie so, what? Also ich kann das, keine Ahnung, ich gucke mal so auf meine Abo-Zahlen und denke mir so, jo, wo kommen die ganzen Leute her? Also es ist einfach, keine Ahnung, man kann das gar nicht irgendwie mit seinem Verstand begreifen, wie viele Menschen das da draußen einfach sind. Und ihr wisst gar nicht, wie ihr mir immer den Tag versüßt. Also immer, wenn es mir vielleicht ein bisschen schlecht geht wegen der Uni oder wenn ich einen stressigen Tag hatte, dann gucke ich mir nur YouTube-Kommentare an oder lese eure ganzen Antworten auf Twitter oder auf Facebook, auf Instagram. Es ist einfach, keine Ahnung, ich bin für jeden von euch so dankbar und ich sag das vielleicht, weiß nicht, ob ich es so oft euch zeige oder sage, aber ja, ich möchte euch einfach mal Dankeschön sagen für alles. Also für jeden Like, für jedes Kommentar, für jedes Bild auf Instagram ist auch so toll. Immer, ich gucke immer abends auf Instagram Bilder durch, wo ich drauf verlinkt bin. Voll viele machen dann so Collagen oder schreiben irgendwas. Und es ist so toll, abends nochmal so durchzugehen und dann Sachen zu liken und zu kommentieren. Und ja, ihr seid einfach toll. Das ist jetzt gerade ein bisschen sentimental, aber ich wollte es euch einfach nochmal sagen, weil ihr 2013 für mich echt toll gemacht habt. Also ohne euch wäre es, glaube ich, nicht so ein tolles Jahr geworden. Es ist so, dass ich unglaublich viele tolle Menschen durch YouTube einfach kennengelernt habe. Das war, angefangen hat es mit dem Videopreis, das war Mai 2013. Und da habe ich Dena das erste Mal getroffen und Taddle. Und noch so ein paar weitere, also Flo vloggt noch. Noch so ein paar Let's Player. Also, ich keine Ahnung, ich bin manchmal ein bisschen doof, jetzt gerade fallen mir sie nicht ein, aber besonders wollte ich einfach nur Taddle und Dena erwähnen, weil die kannte ich ja bis dahin gar nicht so, weil ich gucke jetzt auch nicht so viel Let's Plays. Klar, ich gucke mal bei denen rein so, gerade Denas Tag gucke ich gerne und Taddle halt seinen Meatcake-Kanal, aber jetzt nicht so Let's Plays und so. Und das war einfach. Also klar, man hat sich das erste Mal so kennengelernt und über die Zeit sind wir alle so gute Freunde geworden. Also wir haben uns auch an Silvester getroffen, also Dena, Taddle, Adi, Simon und ich, wir haben halt Silvester zusammen in Köln verbracht. Da existiert auch ein ganz kleiner Clip dazu, ich kann euch den verlinken, der ist auf Simons Kanal, wo wir nochmal frohes neues Jahr wünschen und so. Und es ist einfach unglaublich, was so durch YouTube irgendwie so alles passiert ist und ja, das hat irgendwie so alles ermöglicht und es ist einfach toll. Und mein besonderes Highlight war der Webvideo, nein, der, wie heißt es, der Video Day, Gamescom und Video Day, so. Also, okay, ihr müsst euch das so vorstellen, ich sitze hier in meinem Raum mit einer Kamera, zwei Softboxen, rede mit mir selbst und hoffe, dass es irgendwo bei euch da draußen ankommt. Und ich sehe eure Kommentare und Likes und, wie schon gesagt, alle Sachen so, aber das sind ja immer nur Sachen so im Internet, so geschriebene Sachen. Und beim Video Day habe ich voll viele, also was heißt voll viele? Ich weiß nicht, wie viele Leute ich getroffen habe. Vielleicht 500, also ich habe keine Ahnung, ich habe ja 35.000 Abonnenten. Ich habe vielleicht 500 von euch maximal da irgendwie getroffen. Aber es waren trotzdem so viele Menschen und so viele Leute und es war einfach so unglaublich. Also es war so, da einfach mal so Gesichter zu sehen und das dann so mal so zu verbinden, wer ihr alles seid. Und immer, wenn mich Leute ansprechen, also ich war letztens mit Simon und Dena in Köln Wohnung anschauen. Und da hat uns auch jemand erkannt und ich freue mich einfach immer so, wenn ihr mich irgendwo seht, ihr könnt mich ruhig ansprechen, also müsst ihr gar nicht, ich weiß auch nicht, denken. Manchmal, klar, manchmal kann auch sein, dass ich irgendwo mit der Fresse rumlaufe, weil ich irgendwie, ich weiß auch nicht, nicht so gut drauf bin oder so, sprecht mich einfach an, weil, ja, man denkt halt, man ist unbeobachtet und läuft halt da irgendwie durch die Gegend so, weil manchmal haben mir schon Leute gesagt, ah, sie haben sich nicht getraut und so und macht es ruhig, weil ich freue mich immer so und ihr seid auch immer so, also immer wenn mich Mädchen ansprechen, die sind immer so toll geschminkt und so hübsch und ich freue mich dann immer, das ist einfach so, ich freue mich immer euch zu sehen und ich habe einfach die hübschesten Abonnenten und auch hübschesten Abonnenten, aber keine Ahnung, ich freue mich einfach immer so, euch zu sehen und
ja, der Videoday, das war einfach so flashig, das war einfach so. Ich habe auch ganz viele andere YouTuber noch kennengelernt, aber noch besser fand ich eigentlich euch kennenzulernen, weil. Ja, es war aber auch so, es war so ein Ding, also bei Simon war es ganz krass, halt, der hatte ja so, also er hat, ich weiß nicht, wie viel er da hatte, das war ja im Juli, August. Jetzt hat er ja 500.000, da hat er schon viel und da wurde er echt krass, also wollten voll viele Leute Autogramme von ihm. Und ihr müsst euch vorstellen, wir sind ja ganz normale Leute, wie ihr, ist klar, ne? Wir halten uns ja nicht für was Besseres oder so. Und dann, dass da Leute so kommen und irgendwie Autogramme von einem wollen, das ist dann so, was geht da ab? Und es ist einfach so, wow, okay, irgendwas ist da los. Und es war, also ich war so geflasht, ich kann das eigentlich gar nicht so in Worte fassen. Und ja, ich freue mich auf nächstes Jahr. Ich bin mal gespannt, wie das dann wird, weil jetzt war ja schon schlimm. Also bei mir war es okay, aber so bei größeren YouTubern, die wurden ja so bedrängt und das war alles ein bisschen doof gelöst, falls ihr da auch wart mit Dingens. Wir werden immer so gefragt, YouTuber-Treffen, aber das Problem ist, letztens war ja ein YouTuber-Treffen am Dom mit Paddel, Dena, anderen YouTubern noch. Ich habe nur von denen halt davon gehört. Und da waren so viele Menschen und da war halt keine Polizei oder so klar, warum sollten wir in die Polizei oder Security kriegen oder so, weil das ist halt immer so ein bisschen schwierig, weil viele haben dann auch nichts gekriegt, da war so ein Gedränge und das ist dann immer so ein Ding. Ah, ich weiß nicht, auf dem YouTuber, beziehungsweise Video Day, wird ja hoffentlich ja alles ein bisschen besser, ich weiß nicht, geregelt und dass sie da auch mit umgehen lernen mit den ganzen Leuten und ich hoffe, dieses Jahr wird es besser. Deshalb YouTuber-Treffen werde ich wahrscheinlich, vielleicht nicht alleine, dann kommen vielleicht nicht ganz so viele, aber so mit Simon oder Dena werden wir es einfach nicht machen, weil es einfach zu gefährlich geworden ist, weil die so viele Abonnenten haben, dass einfach so viele Leute kommen und dann wird noch jemand zerquetscht oder so und das wäre nicht so gut. Nee. Also, kommen wir vielleicht mal so ein bisschen zu meinem Studium. Also, viele von euch wissen vielleicht schon, ich studiere Zahnmedizin. Mittlerweile drittes Semester in Frankfurt. Läuft ganz gut bis jetzt. Ich habe alles bestanden. Am 10. habe ich Biochemie geschrieben, meine zweite Klausur. Und die habe ich auch bestanden. Deshalb kamen auch keine Videos. Also vielleicht als Erklärung. Ich habe es auch auf Twitter und Facebook geschrieben und so. Wenn irgendwas ist, könnt ihr mir immer mal da folgen. Wenn ihr mich fragt, warum kommt kein Video, guckt da. Da schreibe ich es eigentlich immer. Ja, also das ist ganz gut. Fängt jetzt an Anatomie 3 an, also schädelmäßig, Kopf und so. Ja, läuft halt alles ganz gut. Ich bin sehr zufrieden und ich werde jetzt öfters gefragt, weil Simon und Dena haben ja jeweils eine Wohnung im selben Haus und ich war auch bei der Besichtigung dabei. Und ich werde jetzt immer gefragt, warum zieht Katie nicht mit ein? Also Simon, das hat das gefragt. Ich werde dann gefragt, ja, warum ziehst du nicht mit ein? Und der Grund ist mein Studium. Also, es ist ziemlich schwer, einen Platz für Zahnmedizin oder Humanmedizin zu bekommen. Wenn ihr euch nicht damit beschäftigt, wisst ihr das vielleicht nicht, aber die Wartezeit beträgt momentan 5 Jahre. Zahnmedizin, ich glaube, Human 6. Und ich bin so glücklich, dass ich diesen Platz habe, dass ich dieses Glück habe, da studieren zu dürfen. Und ich würde da nicht wechseln. Also, das ist halt jetzt, ich bin halt hier, aber ich kann ja alle Leute schnell besuchen. Ich bin in einer Stunde mit dem ICE in Köln. Also. Ist gar kein Problem. Also ihr müsst euch ja nicht fragen oder sagen, oh, warum zieht Katie nicht mit ein? Oh, also halt so Kommentare, weil Simon hat so einen neuen Vlog-Channel, habe ich halt gelesen und das fand ich auch voll süß von euch. Ihr müsst euch da keine Sorgen machen. Also es ist alles gut so, wie es ist. Ich wäre klar gerne lieber in Köln bei den ganzen. Manchmal ist es ein bisschen blöd hier, ich sag mal alleine. Also ich habe auch hier Leute, klar, von der Uni, mit denen ich was mache. Aber ich sag mal so, ganz doof gesagt, YouTube-Freunde ist halt einfach cool, weil man hat so ein krasses deckungsgleiches Interessengebiet. Da hat man einfach immer irgendwas, worüber man reden kann. Oder macht man halt mal schnell ein Video oder so. Und vielleicht gibt es ja dann auch bald nochmal ein Video mit Dena oder Tadde. Ali, ich weiß nicht, wenn ihr Lust habt, mit mir ein Video zu drehen. Wir werden sehen. Oder einfach mal, keine Ahnung, ich habe vor, in 2014 nochmal mit mehr YouTubern was zu machen. Einfach weil es mir mega Spaß macht, mit anderen zusammenzudrehen. Und das ist so. Keine Ahnung, kleiner Vorsatz von mir, würde ich gerne umsetzen. Und ja, also was hat das noch für mich 2014 war so, beziehungsweise 2013. Ich komme schon wieder durcheinander mit mehr als 2013. Ich habe hier meine größere Wohnung. Ich habe jetzt 40 Quadratmeter für mich alleine. Ist sehr cool. Ich bin immer noch nicht fertig mit dem Einrichten. Mir fehlt immer noch so ein Sideboard und das fehlt. Und ich habe jetzt endlich mal Rollos angebracht. Irgendwie, ich bin halt
halt nicht so jemand, der so Sachen unbedingt dann durchziehen muss. Also wenn ich mein Bett habe und einen Kühlschrank und so Sachen und ich habe so alles, was ich brauche, dann chill ich erstmal. Und es war halt auch wegen dem Lernen jetzt viel, aber ich hoffe, dass ich es bald fertig kriege. Ich wollte eigentlich eine Roomtour drehen, aber ich habe mir überlegt, ich drehe euch eine Schminksammlung, weil das ist ja auch was, was sehr viele haben wollen. Ich habe aber immer noch Angst, dass manche davon einen Herzinfarkt bekommen, weil es ist viel Schminke, Leute. Es ist sehr viel Schminke. Und guckt dieses Video damit auch nur, wenn ihr da euch seelisch irgendwie dazu imstande fühlt, weil sonst... Naja, okay. Ich denke, es wird diesen Monat noch kommen, wenn ich Anfang Februar. Ich muss mal ganz kurz, muss noch mal gucken, wie ich das dann so alles hinkriege, aber das Video kommt. Also maximal Februar. Dann habt ihr meine Schminksammlung. Könnt ihr euch denken, wie viel Schminke. Ja, ich weiß gar nicht, ich muss kurz überlegen. Ich habe mir ja nichts aufgeschrieben, deshalb muss ich kurz überlegen, was ich erzähle. Also, klar, mit Simon war es toll das letzte Jahr, alles gut. Haben viele Sachen gemacht. Fernbeziehung ist okay, hab ich auch letztens schon ein Video drüber gemacht, also da bin ich total glücklich mit, alles gut. Ja, mir geht's einfach gut. Mir geht's gut und ich denke, das war's jetzt auch. Ich habe viel geredet. Ich hoffe, das hat euch gefallen. So ein kleines Update, ich weiß nicht. Die nächsten Videos werden dann vielleicht wieder ein bisschen Schminke sein oder wieder was anderes. Mal sehen, worauf ich Lust habe. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, wenn ihr jetzt noch dran seid. Und ich wünsche euch nochmal ganz viel Glück für 2014. Ich habe eigentlich keine wirklichen Vorsätze, wenn man das so sagen kann. Ich will jetzt nicht unbedingt abnehmen oder ich weiß auch nicht. Ich nehme mir einfach vor, dass alles so bleibt, dass alle gesund bleiben. Ich hoffe, dass alle gesund bleiben und ja, was will man noch sagen? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder. Tschüss!